Das Hauptmerkmal der Demenz ist die Verschlechterung von mehreren geistigen Fähigkeiten, die vorher in einem normalen Zustand gewesen sind, also im Vergleich zu früheren Zuständen. Demenz und Gedächtnisstörung sind nicht dasselbe. Zu den betroffenen geistigen Fähigkeiten, die im Verlauf dann der Entwicklung dieser Krankheiten sich verschlechtern, gehören der Orientierungssinn, zeitlich, örtlich, gehören der Sinn für Anpassungen, dann die Konzentration auf bestimmte Gegenstände, auf bestimmte Fähigkeiten, dann die Möglichkeiten und die Fähigkeiten, sich in Wort und Schrift auszudrücken, sowie weitere kognitive Erkrankungen, die dort dann mit eine Rolle spielen, beispielsweise Stimmungsverschlechterung. Hier hätten wir dann auch das Bild einer Depression, auch Differentialdiagnostik ganz wichtig, und auch von Schwankungen in den täglichen Aktivitäten, die zwar nicht typisch für Demenzerkrankte sind, aber einhergehen können mit anderen geistigen Störungen, wie beispielsweise einer Bewusstseinseinengung oder einer Bewusstseinstrümmung. Und hier haben wir auch gleich den Unterschied zwischen Demenz und reiner Gedächtnisstörung. Eine reine Gedächtnisstörung, beispielsweise Amnesie, bedeutet, dass die Patienten sich an Ereignisse, die kurz zuvor gewesen sind, gar nicht mehr erinnern können. Andere geistige Funktionen sind aber nicht betroffen. Das ist der wesentliche Unterschied zur Demenz. Und der Unterschied zu den akuten Verwirrtheitszuständen ist, dass bei der Demenz die Bewusstseinslage, das heißt die Wachheit und die Reaktionsfähigkeit erhalten bleiben, also nicht getrübt sind. Neueste Hirnforschungsergebnisse zeigen, dass die Demenz kein unvermeidliches Schicksal ist. In einer Studie mit ca. 700 Ordensfrauen in den USA, die sich dem Demenzforscher Snowden anvertraut haben, wurden Langzeitstudien durchgeführt. Hierzu erklärten sich die Nonnen bereit, dass nach ihrem Tod in die Köpfe geguckt wird. Das heißt, dass Schnitte, histologische Schnitte nach dem Tod angefertigt werden, und zu Lebzeiten wurden dann im Einverständnis mit diesen Nonnen, mit diesen 678 Nonnen, klinische Untersuchungen, laborchemische Untersuchungen und Testungen durchgeführt. Das Ergebnis war sensationell, es war sehr erstaunlich. Es zeigte nämlich, dass trotz schwerster Schädigungen des Gehirns im Sinne eines Morbus Alzheimers, also der Alzheimer-Erkrankung, mit Ablagerung von sogenannten Alzheimer-Plaques, viele dieser Ordensfrauen keine oder nur geringe kognitive Defizite hatten. Das heißt, klinisch trat die Demenz trotz morphologisch schwerster Schädigung des Gehirns wenig oder überhaupt nicht auf. Das ist erstmal insofern überraschend, weil bisher davon ausgegangen wurde, dass wenn es zur Alzheimer-Demenz kommt, dass wir dann im Gehirn Ablagerung haben und dass diese Ablagerung ursächlich für die Verschlechterung von den bereits skizzierten mehreren geistigen Eigenschaften sind. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Und die wesentliche Schlussfolgerung aus dieser Studie war, dass Alzheimer-Plaques nicht die Ursache der Alzheimer-Erkrankung sein müssen. Diese Ordensfrauen waren in einem homogenen Milieu. Sie lebten im Kloster. Das heißt, wir hatten hier perfekte Untersuchungsbedingungen. Die Lebenssituation, die Arbeit der Frauen waren alle vergleichbar. Umso mehr ist dieses Ergebnis erstaunlich. Wie muss man das jetzt sehen, auch im Hinblick auf unsere Arbeit hier im Asklepios Klinikum Lindau? Der Organismus, das Gehirn, muss also in der Lage sein,
unter bestimmten Bedingungen Eigenschaften zu entwickeln, die nicht zu einer Verschlechterung von geistigen Fähigkeiten führen. Ein derartiges Verhalten kennt man aus der Biologie. Das nennt sich Resilienz. Ich gebe mal ein Beispiel. Jedem ist bekannt, dass uralte Bäume, obwohl sie schon sehr ausgetrocknete Zweige, abgestorbene Zweige haben, trotzdem eine neue Krone entwickeln können. Ähnlich geht man davon aus, dass es bei Menschen Mechanismen geben muss, die dazu führen, dass das Gehirn neue neuronale Vernetzungen auch bis ins hohe und höchste Alter ausbilden kann. Bisher war die gängige Meinung in der Klinik, aber auch in der Wissenschaft, dass das Gehirn gebildet wird, ausgebildet wird, dann funktioniert, irgendwann altert und dann so wie eine Maschine auf einmal Abnutzungserscheinung hat, dann nicht mehr funktioniert und gewissermaßen dann der Müll dort akkumuliert. Der Müll in diesem bildlichen Vergleich sind die Alzheimer-Plaques. Das ist so nicht der Fall. Die nächste Frage, die uns natürlich hier als Altersmediziner auch im Klinikum Lindau beschäftigt, ist, warum manche Menschen eben an einer Demenz erkranken und manche nicht. In der Grundlagenforschung, in Auswertung dieser Nonnenstudie, gehen wir davon aus, dass im Gehirn eine sogenannte Kohärenz besteht. Kohärenz bedeutet, dass die Abläufe, die neuronalen Abläufe, geordnet ablaufen. Und im Zuge einer demenziellen Entwicklung kommt es zur Störung dieser Kohärenz, also zur Inkohärenz. Das heißt, bestimmte Abschnitte, bestimmte Mechanismen passen nicht mehr zueinander im Gehirn. So kann man sich das bildlich vorstellen. Und jetzt liegt es nahe, dass natürlich auch untergeordnete Regelkreise auf einmal ungeordnet verlaufen. Und genau dieses Ungeordnete im Gehirn und den untergeordneten Regelkreisen führt dann zur Ausbildung der Symptome einer demenziellen Entwicklung der Demenz. Was kann man nun im Ergebnis auch dieser Nonnenstudie tun? Das wichtigste kohärenzstiftende Prinzip ist die Aktivität bis ins hohe Alter. Das heißt, der ältere Mensch und insbesondere dann natürlich auch die hochbetagten Menschen müssen ein aktives oder sollen ein aktives Mitglied unserer Gesellschaft bleiben. Das ist jetzt auch für den Erkrankten, der an einer anderen Erkrankung, wie schon skizziert, Pneumonie, Herzschwäche, Knochenbrüche erkrankt, für uns der Angriffspunkt, wo wir sagen, wir führen beispielsweise eine aktivierende Pflege durch, wir führen psychologische Gespräche mit den Patienten durch, wir führen bei den Ergotherapeuten ein soziales Miteinander, ein soziales Agieren der Patienten durch, beziehungsweise bieten es den Patienten als Therapieoption an, um eben Kohärenz im Gehirn und in den untergeordneten Regulationsmechanismen zu stiften.